Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners mit einem Mini-Unboxing. Ich habe eine Probe zugesandt bekommen hier von Box Whiskey aus Schweden. Also, die haben hier mir was Nettes hingeschickt. Und ich mache das hier mal auf. Da ist hier drin auch noch eine nette Beschreibung. Eine zweiseitige Beschreibung jetzt hier. Zu einem echt interessante Abfüllung. Ihr seht das jetzt hier, aber ich halte das hier hoch. Box Quercus Albe. Also, Albe ist denn für mich White Oak aus Amerika, Nordamerika. Und man sieht hier, das haben sie echt ganz toll eingepackt, muss ich schon sagen. Also, Box Single Malt Whisky Quercus 2. Nummer 1 habe ich schon gemacht, das war europäische Eiche. Ich mache mal hier auf. Das sind die gleichen Flaschen, die ich auch immer wieder aus Holland bekomme bei meinen Sample-Verkostungen dann da. Und es steht ganz bewusst hier, ein bisschen Zeit im Glas geben und ein kleines bisschen Wasser ist auch manchmal gar nicht verkehrt. So, es gab den Quercus Rubus Nummer 1, ist europäische Eiche. Es gibt die Quercus Albe Nummer 2, das haben wir hier. Es gibt den Quercus Petraea Nummer 3, das ist Bergeiche. Und es gibt den Quercus Mongolia, also das japanische oder asiatische, besser gesagt, Eiche, was da noch kommen wird. Das wurde jetzt hier, es gab 9.806 verschiedene Flaschen davon, die alle zwischen dem 5. und 6. Februar 2018 abgefüllt wurden. Alle 50 CL-Flaschen übrigens. Und das ganz Besondere hier dran ist durch diese Nachreifung in diese amerikanische Eiche bekommen wir eine Art Kokosnuss angeblich. Ja, das ist diese Whisky Laktose oder Laktosen. Ich muss mein eigenes Schiff besser lesen können. Und das wird hauptsächlich dieses Quercus Albe in Eastern and Central North America, also der Ostküste, wie auch in der Mitte, Missouri hauptsächlich. Also da Kentucky, Missouri und so weiter gibt es Wälder ohne Ende. Und wenn ich richtig informiert bin, habe ich irgendwo mal gelesen, dass die Fassindustrie, also für Whisky im Besonderen, oder Bourbon-Industrie nennen wir das, nimmt insgesamt, ich glaube, zwischen 3 und 8% des gesamten Holzes der Vereinigten Staaten jedes Jahr in Anspruch. Was ist echt nichts. Also die können gar nicht diese Preise damit irgendwie dominieren. So, 3 Jahre lang reifte genau eben diese Whisky in der ganz normale 140 Liter das und auch 200 Liter Fässern, die vorher auch Bourbon beinhaltete. Manche kamen dann direkt aus Kentucky und manche sind über Speyside auch dahin gelandet. Gerade eben diese 140 Liter sind dahin gelandet. Und das wurde auch tatsächlich eine Zeit lang offsite gelagert und dann kam es tatsächlich rüber. Und dann wurde es dann vor 10 Monaten in Small Casks. Small Casks nennen sie persönlich Anchors. Und ein Anchor ist eine 40 Liter Fass. Also 83 verschiedene kleine Fässern, je 40 Liter wurden benutzt. Und 14 wurden mit 96 Litern. Alle wurden dann auch hergestellt unter der Leitung von Johan Torslund. Also mein Schwedisch ist absolut grässlich, Entschuldigung. Aber Johan Torslund ist der Master Cooper dort oben in Schweden und benutzte auch dann da das Holz für den Quercus Robo 1, diese schwedische Eiche, und benutzte auch diese amerikanische Eiche dann da. Also das hier wurde destilliert zwischen, halt euch fest, den 7. Februar und den 10. Dezember 2012. Man merkt, das ist eine Mischung von verschiedenen Fässern. Und dann Oktober 2014 zog es um in den Warehouse Number 3, also in der Lagerhalle Nummer 3, denn da von Box in Schweden. Und dann tatsächlich, wie ich sagte, denn da am 5. und 6. Februar wurde es in diese 9.806 Flaschen für die ganze Welt abgefüllt.
Eine Flasche kostet 50 bis 85 Euro. Das ist immer wieder so ein bisschen heftig, finde ich, aber warum nicht? So, was sagt meine Nase? Also, wenn ich ganz ehrlich als Amerikaner hier stehe und was beschreibe, das erste, an dem ich denke, ist so etwas wie Double Oak. Es gibt hier zum Beispiel vom Jim Beam etwas, was Double Oak heißt. Also ungefähr das gleiche Prinzip. Man tut einfach mal New Make in ein Eichenfass, nagelneu, nicht wie mit Box in eine First Fill. Und dann tut man das nochmal in ein Fass rein und gibt es eine Nachreifung, damit sehr viel von dieser Vanille, damit ein bisschen von dieser Kokosnuss, damit ein bisschen von diesem Holzmoment denn da ist. Also eine 10-monatige Nachreifung in diese Virgin Oak. Okay, warum nicht? Meine Nase sagt, ja, mein erster Gedanke ist, oh, es ist nicht wie mein Bourbon. Duh. Es ist nicht mit Mais gemacht, es ist tatsächlich mit 100% Gerste gemacht. Und deshalb musste ich eigentlich hier erst schauen, wo mein Diensten ist, der auch ein Virgin Oak hatte, was ich nicht ganz so genial fand. Also noch einmal. Also Nockedu, da komme ich dieses Kokosnuss-Moment und das habe ich auch hier. Ja, wenn man auspackt und so weiter, findet man nicht alles sofort und immer noch durch meinen Umzug habe ich immer noch keinen hier wunderbaren Überblick über mein Scotch-Regal. Also ich bin nicht verwirrt, aber ich bin noch da immer interessiert, was hier alles ich kriege. Ah, jetzt habe ich's. Ah, genau. Jetzt habe ich diesen neue White Oak Moment. Also ich habe mit Weißeiche in den Vereinigten Staaten immer wieder gearbeitet. Eine grässliche Sache. Also Red Oak, was offene Poren hat, ist viel, viel einfacher und viel, viel schöner. Wobei man muss auch sagen, die Splittern, die man vom Red Oak bekommen hat, waren manchmal deftiger als von dem White Oak. Und der weiße Eiche ist nicht ganz so rötlich, ist ein bisschen mehr bräunlich, auch weiß. Und es hat auch war ein bisschen älter. Das sind die verstopften Poren da drin, die wichtig sind, damit das ganze Zeug nicht rausläuft, nachdem man ein Fass gemacht hat. Aber genau eben diesen Moment kriege ich hier. Also ich bin jetzt wieder versetzt, damals, als ich als Tischler gearbeitet habe, vor fast über 30 Jahren ist es her. Und da ist eine schöne, malzige Moment. Und dann diese Eiche dazu. Okay, ich probiere mal. 50,8%. Also ein bisschen Wasser habe ich hier, falls es auch nötig sein wird. Und hiermit beschließe ich, am Ende wird es auf jeden Fall nötig, ein bisschen das dann so zu haben. Echt nett. Der erste Eindruck. Oh, am Ende. Oh, sehr schön. Ich lache, weil ich kam auf eine. Ich bin bei Pizza Hut, also auf Deutsch Pizza Hut. Und jetzt der Rand, diese krusprige Weizenmoment, der mit viel Butter sehr knusprig geworden ist, das hatte ich im Mund gehabt. Und deshalb lachte ich, weil ich habe noch nie eine Pizzakruste als Geschmacksmerkmal hier bei Whisky gehabt. Und das Interessante ist tatsächlich hier bei Whisky immer wieder, dass man Verknüpfungen herzieht. Man kann sehr schwierig etwas Neues entdecken. Also ich glaube, es war bei Whisky, The Whisky Tribe, The Whisky Vault oder Whisky Biscuit, wie auch immer wir die alle so nennen. Und das war jetzt hier diese Beschreibung. Stell mal vor, du hast einen Elefanten noch nie gesehen. Und da läuft ein Elefant vorbei und du versuchst es zu beschreiben. Du sagst ein Haus, was vorbeiläuft, vier Beine und irgendwie ein Arm, der komisch ist und man kann ihn gar nicht beschreiben. Wenn man schon einen Elefant kennt, dann kann man natürlich ein Nilpferd und auch noch ein Einhorn wunderbar beschreiben. Und man macht nur einen Elefant mit einem riesigen Mund, Nilpferd, der im Wasser auch da ist, und ein Einhorn mit einem ganz großen Horn vorne drauf und sonst weniger kleine Ohren. Ja, man kann immer wieder auf etwas beziehen und sich das danach als Referenz nehmen und etwas beschreiben. Und das ist das, was unser Gehirn tut in dem Moment, wenn wir hier was auch riechen, schmecken und erlebt. Und deshalb sagte ich immer, ich kriege diesen blöden, jetzt kriege ich nicht mehr raus, diese Pizzakruste jetzt hier von
Ah, Pizza Hut. Also, schöne, schöne Sache. Wow. Also, die 50,8% sind genau richtig, Leute. Bravo. Also, er braucht kein Wasser. Ich werde mir trotzdem ein bisschen Wasser jetzt hier gönnen. Der Eichenarm-Einfluss ist schon relativ gut deutlich. Gerade am Ende, da bleibt was auf der Zunge. Und gerade eben dieses White Oak Moment, also dieser Quercus albe, das ist schon, hat eine besondere Note. Noch einmal. An der Nase kommt er rein und ich kriege erst einmal auch einen Hauch von einer Mesquite, also ein Holzmoment, der wie ein texanischer Mesquite ist, hilft euch wahrscheinlich nicht. Kennt man vielleicht von Barbecue-Soßen, ist dabei. Es ist nicht rauchig an sich, aber es holzig, also wenn man es so sagen darf. Da kriegt man ein bisschen. Ach, es ist wahnsinnig, was ich für Assoziation habe mit dem Teig. Also, als ob man wirklich einen Pizzateig hier gebacken hätte. Und da vorher, als das geht auf, das gärt und dieses Weizenmoment habe ich tatsächlich in der Nase, obwohl es 100% Gerste ist. Und auch ein kleines bisschen jetzt hier ja, also ein bisschen Oregano, ein bisschen jetzt hier. An Thymian, ein kleines bisschen so italienische Kräuter habe ich auch denn da. Vielleicht deshalb meine Assoziation sofort mit dem Pizza. Eine interessante Sache. Wow. Finde ich interessant. Und ich weiß nicht, was ich mit meinen kleinen Finger hier mache momentan. Ich habe schon fast 700 Videos gedreht und ich weiß nicht, was ich mit meinen kleinen Finger hier mache. Schön. Also, man merkt, dass er nicht unbedingt 12 oder 18 Jahre alt ist. Hätte ich nicht besser gewusst, hätte ich eher auf 8 Jahre getippt, obwohl er 3 plus ist. Ja, also ich sag mal beinahe 4 Jahre alt. Ja? Also es gibt eine Auflistung, wo manches davon irgendwie 3,1, manches 3,8, manches 4,3 und dann kommt noch diese Finish dazu. Also, es wird gut. Also, ist nicht schlimm. Malz ist sehr, sehr schön. Es ist ein Single Malt, merkt man. Es ist kein Bourbon. Da ist dieser süße Moment nicht unbedingt denn dabei. Wonach ich immer und immer wieder hier suche, was ich nicht finde, ist dieses Kokosnuss. Ich kriege hier momentan kein Kokosnuss, was mir versprochen wurde. Nö. Also ich muss ganz tief dann da runtergehen und ich kriege ein kleines bisschen, ein bisschen diese tropische Moment, ein bisschen Pina Colada Moment, eine Ananas und eine Kokosnuss, aber ich bilde mir mehr ein, als dass er sofort in mein Gedächtnis reinspringt. Wow, was gebe ich denn jetzt hier? Also, man merkt schon, erstens, das war ein unaufgefordertes Geschenk und deshalb bin ich relativ gnädig, muss ich schon sagen. Und mein erster Gedanke war ein 3 plus bis hin zu ein 2 minus. Der ist okay, der ist gut. Also 3 ist immer noch okay, Leute. 2 ist nett. 1 gebe ich selten, wie ihr merkt, ja. Also, so von daher, ich bleibe bei meiner 2 minus minus. Ja, also mein Wunsch ist hier wirklich zu gefallen, muss ich schon sagen. Das beeinflusst einen, wo man das her hat. Also ein 2 minus minus bis hin zu ein 3 plus plus. Also eine nette Sache. Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich doch lieber ein Glenlivet 12 Jahre alt nehmen. Oder sogar ein Ockentoschen, Three Woods. Man kann das, oder natürlich mein Chivas Regal hier 18 Jahre alt. Wesentlich besser. Und das ist mein Problem jetzt gleich hier mit der Bewertung nach Preis-Leistung. 80 bis 85 Euro für eine Halbliterflasche ist tierisch teuer. Wir reden über 100 Euro pro Liter, Leute. Und da kann ich nicht unbedingt sagen, wow, greif zu. Und deshalb werde ich hier einfach ein 4 plus geben für Preis-Leistung. Ja, es ist eine limitierte Ausgabe. 9.806 Flaschen weltweit. Ja, es ist vom Boxer Schweden. Da muss man oben drauflegen, genau wie McMurdo und alle anderen, die man so hat.
Ja, es ist eine Teil 2 von diesen Serien, wo man sich gegenseitig miteinander vergleichen kann. Dieser wunderbare Einfluss, was Eiche und die verschiedenen Sorten von Eichen darauf hat. Aber dennoch sage ich jetzt hier als Verbraucher, dennoch sage ich hier als Privatmensch, der sonst seine Whiskys alle hier selbst kauft, ist das zu teuer. So, was ich tue, und das mache ich immer wieder, leider nicht jedes Mal, und ich habe ganz bewusst hier zu viel Wasser dazu gegeben. Ich möchte den gerne auf 35% ungefähr runter. Wow, also das war richtig gut in der Nase, Leute. Also ein Vanille, eine Eiche, also eine richtig schöne Kombination hier. Wow, also der kann ein bisschen Wasser vertragen. Wow. Ja, ich habe dir doch die richtige Note gegeben mit 2 minus minus. Und das ist der Beweis dafür, wenn man da echt viel Wasser dazu gibt. Und ich bin jenseits von 40%, ich bin eher bei 32, 35% jetzt her. Der schmeckt immer noch. Und das ist ein Geheimnis. Also, wenn man wirklich ein Whisky hat mit viel, viel Wasser, dann kriegt man diese Nuancen mehr raus. Da ist diese Nuance tatsächlich von dieser Quercus-Alba. Da ist hier diese Vanille und jetzt kriege ich tatsächlich einen Hauch von dieser Kokosmoment. Wow. Also, ich muss schon sagen, das gefällt mir gut. Jo, 2 minus. Bleibt dabei. Also, ich gehe auf ein 2 minus statt 2 minus minus. Das ist, also Wasser tut denn gut. Also 50,8% dachte ich wäre gut, aber ein bisschen Wasser dazu ist echt richtig gut. Jo, also ich kann nur Dankeschön sagen, dass ich das hier verkosten darf. Dankeschön, dass ich einfach mal das erleben darf. Eine schöne Sache. Aber leider muss ich jetzt hier als Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners sagen, von wegen Preis. Nur Nachfrage und Angebot, mir ist klar. Das soll Quercus Rubor 1 war ausverkauft. Also die haben die Flaschen ratzefatze waren die auch besonders in Schweden weg. Und auch das wird bestimmt ohne Problem weggehen, die 9000 Flaschen. Also von daher ist der Preis aus der Sicht des Produzenten gerechtfertigt. Aus der Sicht der Konsumenten ist das nicht unbedingt so. Aber hey, wer bin ich? Whiskey Jason hier. Okay, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Immer liken, immer abonnieren. Meine Frage des Tages ist, und die Frage habe ich schon mal gestellt, aber ich stelle sie ein bisschen anders. Welche Box Whisky gefällt euch am besten? Ich habe schon gefragt, welche schwedische Whisky euch am besten gefallen hat. Und einige von euch hat hier gesagt, der McMurray, Kösbühr oder Kösbär. War nicht meins, hat mir nicht so gut geschmeckt, aber andere von euch, ich glaube 3 oder 4 haben das geschrieben. Und nun die Frage ist vom Box, welcher hat euch am besten geschmeckt? Und ich wette mit euch, da werde ich einige hier drin haben, die sagten, diese Peated, diese getorfte Version, gefallen euch am besten. Also Step, glaube ich, war das 1 und 2 und so weiter. Mir leider nicht, aber das hier ist echt, ich glaube, das war bisher der allerbeste Box, den ich hatte. So, von daher. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Immer wieder Whisky Jason schauen, jeden Tag neue Videos, sonntags meine Livestreams um 21 Uhr. Und ich freue mich, denn euch denn morgen zu sehen. Tschüss und bis dann.